Miyako. Hey, Comics. Comics. Nerdman. Super Mabuga. Okay, Mirai Comic in. Comic in. Herzlich willkommen zur dritten Folge So geht Comic, will's wissen, heute mit dem wortgewandten und charmanten Comic in. Und ab. Moin Leute, willkommen bei So geht Comic, willkommen von mir Comic in und ich freue mich hier zu sein und der Nachfolger vom magischen Kane zu sein, der mein Vorreiter war und mich vorgeschlagen hat für dieses Format. Ich wiederhole es nochmal, ich freue mich. Und sei dir sicher, die Freude beruht auf Gegenseitigkeit. Schön, dass du da bist. Und das meine ich ernst, auch wenn ich weiß, dass mein Ton gerade sehr ironisch wirkte. Ich habe hier eine Liste von Fragen bekommen. Ihr werdet gleich wahrscheinlich die anderen Comic-Tuber und Comic-Verrückten sehen, die mir die Fragen gestellt haben. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal ein paar Antworten. Und für alle, die es noch nicht wissen oder die dieses Projekt noch nicht kennen, nochmal eine kurze Erklärung. Das läuft so ab, dass der zuletzt Interviewte mir zwei Menschen nominiert, die er quasi im nächsten Interview sehen möchte. Dann stelle ich da die Frage oder eine Anfrage. Und wenn diese Menschen Lust und Zeit dazu haben, dann sammle ich ein paar Fragen von verschiedenen Comic-YouTube-Menschen, schicke dem Interviewten die Liste mit den Fragen. Er weiß bis dahin nicht, wer diese Fragen gestellt hat. Er schickt mir das Antwortvideo und ich packe dann die verschiedenen Fragen oder Fragevideos der verschiedenen Menschen mit seinem Video zusammen. So läuft das Interview ab. Und jetzt geht's mal endlich weiter mit dem Interview. Du hast drei Worte. Wie beschreibst du deinen Kanal? Mein erstes Wort ist Leidenschaft und ich glaube, die kann man mir wirklich nicht absprechen. Mein Kanal wird jetzt, ich glaube im August, lass es August sein, kann auch Juli sein, ich weiß es gar nicht genau, 4 Jahre alt und auch wenn es kleinere Pausen gab, besonders halt 2019, habe ich nie irgendwie den Willen verloren, Videos zu machen und meine Comic-Inhalte irgendwie mit euch zu teilen. Da hatte ich immer Bock drauf. Es ist halt bloß immer so eine kleine Motivationssache, sich dann wirklich vor die Kamera zu setzen. Aber wem sage ich das? Ihr kennt das und ihr wisst, wie das ist. Als zweites habe ich Durchhaltevermögen, denn das gehört auf jeden Fall dazu. Und das muss man irgendwie als Comic-Tuber haben. Es gab viele Leute, die Videos und Beiträge über Comics gemacht haben, jetzt nicht nur auf YouTube. Und es gibt genauso viele, die dann relativ schnell wieder aufgehört haben. Es wird immer schwieriger, meiner Meinung nach, in diese Community einzusteigen, wenn man wirklich Content machen will und damit auch viele Leute erreichen will. Aber das ist irgendwie gerade so der Lauf der Dinge, auch mit dem ganzen vergangenen Kino-Hype, kann man das so sagen. Ja, aber nochmal zurück zu mir. Ich denke, ich mache es jetzt seit 4 Jahren und ich habe noch nicht geplant aufzuhören, ne? Und dementsprechend Durchhaltevermögen. Ich glaube, das kann man mir schon attestieren. Bald habe ich 400 Videos oder so. Come on. Entwicklung ist mein letztes Wort. Und auch die, ich glaube, das trifft auf meinen Kanal zu. Wenn man so meine ersten Videos anguckt, sowohl wie ich wirke vor der Kamera, wie ich spreche vor der Kamera, als auch, dass ich ein bisschen technisch aufgerüstet habe. Ich bin bei weitem kein Katz oder sogar der Cosmic Comic Rider. Es hört sich jetzt nicht freundlich an sogar, aber ich will damit sagen, er ist neu und hat schon einen mindestens genauso guten bzw. besseren Aufnahmestandard qualitativ als ich. Aber grundsätzlich, wie ich angefangen habe und wie ich jetzt bin mit allem drum und dran, da hat sich schon ordentlich was getan. Auch hier produktionstechnisch und inhaltlich natürlich auch. Man entwickelt sich die ganze Zeit weiter. Der eine Kanal mehr, der andere weniger. Aber ich denke, auf meinem ist das ganz gut zu sehen und es freut mich ja auch. Es freut mich immer wieder, wenn ich irgendwo ein bisschen absteppe und das macht das Ganze natürlich auch aus. Kann ich völlig unterschreiben. In dem einen Jahr, dass ich das Ganze jetzt hier knapp mache, sehe ich auch meine eigene Entwicklung, also sowohl technisch, wobei ich da gerade ein bisschen stagniere, weil ich auch einfach, weil meine Kamera und auch mein PC langsam in die Fritten gehen, als auch einfach vom Inhalt und die Art und Weise, wie ich mich präsentiere. Und das ist ja das, was Nico auch gerade sagt. Das passiert einfach beiläufig. Vielleicht passiert das nicht bei jedem. Vielleicht ist das auch gar nicht der Anspruch von jedem. Das muss ich mal dazu sagen. Ich glaube, dass da ticken Menschen unterschiedlich. Aber
Ja, das passiert beiläufig und das ist auch eine der größten Motivationen. Und gerade wenn man, also meine Erfahrung jetzt, gerade hier in dem Comic-Bereich, da war es so, dass ich mir sehr schnell auch die Kritik von anderen angehört habe und offen dafür war. Mich würde mal interessieren, ab wann war denn der Punkt für dich, Nico, wo du gesagt hast, ich sehe Fortschritte oder ich fühle mich jetzt gut und sicher mit dem, was ich hier mache? Ganz spontan, Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Sommer, definitiv ist mir jetzt wieder klar geworden, als ich auf die neue Wohnung hingefiebert habe. Als ich auch wusste, ich bekomme einen Balkon. Ich wollte unbedingt auf den Balkon. Ich bin noch ein Frostbeule, deswegen Winter, Herbst und Frühling sind eigentlich deswegen schon raus. Für mich muss es schon relativ warm sein auch. Man sieht es meiner Haut nicht an, ich bin käseweiß, aber ich habe tatsächlich nichts gegen Sonne. Ich verbrenne auch relativ schnell, aber es ist schon der Sommer. Es gibt nichts Schöneres, als in warmem Wetter einen Comic zu lesen. Grün oder rot? Mittlerweile würde ich rot sagen, früher war es mal blau. Grün ist sowieso raus. Grün ist nicht meine Farbe. Ich trage gerne grüne Klamotten. Okay, ja, das tue ich. Aber generell eher rot. Was ein Timing, oder als hätten wir uns abgesprochen, ach, da ist jetzt die Kamera, ne? Als hätten wir uns abgesprochen, ich wollte eigentlich jetzt heute grün tragen, aber ich habe die letzte Zeit so viel grün getragen, da habe ich mir das rote Shirt rausgesucht. Es ist einfach dein Glückstag, oder? Sache, ich habe gar keinen Grund dafür. Wer hat schon einen Grund dafür, was seine Lieblingsfarbe oder so ist? Ich glaube niemand, oder? Früher war es noch blau, deswegen bin ich auch VfL Bochum-Fan. Haha, es ging nur um die Trikots. Bad oder Spider-Man? Das sollte klar sein auf meinem Kanal. Batman, eindeutig. Ich bin DC-Kitty. Und Spider-Man, ich habe glaube ich noch nie eine Spider-Man-Story gelesen, die mich wirklich überzeugt hat. Das kommt auch dazu. Dementsprechend bin ich kein so großer Spider-Man-Fan. Klar, ich honoriere die Figuren, finde sie auch cool und so, aber eine wirklich geile Story habe ich noch nicht gelesen. Bei Batman gibt es auch viel Mist, klar, aber komm schon. Er ist ein düsterer Detektiv, er ist cool. Er ist kein Egomane, nein. Er kümmert sich schon um die Leute um sich rum, aber eher so, naja. Nicht offensichtlich, sagen wir so. Nein, er ist ein cooler Charakter. Ich mag diese düsteren Crime-Stories von ihm. Und auch die großen Events liebe ich ja. Ihr wisst, meine ersten US-Projekte waren Nightfall und Niemandsland, die ich mit Leidenschaft zugemacht habe. Dann wären wir wieder bei der Leidenschaft. Und auf jeden Fall Batman. Bei welcher Kamera? Zum Thema Batman. Also, ich mag definitiv Batman auch lieber als Spider-Man. Aber tatsächlich geht es mir gar nicht um Batman an sich, so als Charakter, sondern vielmehr um die Bösewichte. Die finde ich nämlich mega interessant. Häufig. Na, sei mal ehrlich, eigentlich finde ich den Joker interessant und generell so diese Psycho-Bösewichte. Poison Ivy finde ich interessant. So, es geht mir eigentlich mehr um die Bösewichte. So, jetzt versuche ich mal den Björn hier ein Stück zurückzuspulen, dass wir doch mal die Frage von vorne hören. Denn so viel Achtung sollte sein. Und auf jeden Fall Batman. Bei welchem Comic hast du das Gefühl gehabt, dass sehr viel Potenzial verschwendet wurde? Hier musste ich etwas länger nachdenken. Natürlich bin ich erstmal wieder auf diese ganzen Venom-Serien gekommen. Man hätte wohl fast jede nennen können, die ich im letzten Jahr, also dieses Jahr, gelesen habe. Aber ich habe mich dann entschieden, was anderes zu benennen. Und zwar Daredevil Auferstehung. Das wird manche Leute jetzt vielleicht schockieren. Aber es geht darum, Potenzial zu erkennen und auch zu sehen, da war eigentlich doch noch mehr drin. Der ganze Band, ich beziehe mich jetzt auf die Marvel-Exklusivveröffentlichung, ich weiß nicht, ob es andere Veröffentlichungen gibt, wo noch ein Heft mehr oder weniger drin sind, keine Ahnung. Das ganze Ding fängt unglaublich stark an. Die Nummer 1 von Auferstehung oder aus dem Run, die Nummer 1, das erste Heft davon, ist vielleicht das stärkste Heft in Sachen Bildsprache, was ich je gelesen habe. Bildsprache, Kolorierung, Zeichnung, da lässt sich so viel rausholen. Ich hätte bestimmt 1 bis 2 Stunden allein über dieses Heft referieren können, als ich es gelesen habe. Da interessiert mich mal. Ich weiß ja, dass du auch analytisch an die Bilder rangehst oder rangehen kannst. Ich weiß nicht genau, wie das ist. Hast du das sofort im Blick, wie die Bildsprache funktioniert? Also du schlägst ein Heft auf und siehst sofort, wie die Sprache ist. Das wird mich echt mal interessieren, weil du gehst mit dem, wie du Bildsprache halt analysierst, anders vor als ich. Ich gehe nur auf Farben ein eigentlich und wie die Farben zueinander stehen. Beziehungsweise das sind die Sachen, die mir sofort ins Auge fallen. Ja, wie ist das für dich? Fällt dir das Bild oder die Sprache der Bilder auch direkt ins Auge oder kommt das mehr in dem Moment, in dem du dich bewusst mit dem Comic befasst?
Das hat mir einen ungeheuren Spaß gemacht, das zu analysieren und da alles rauszuholen, was es gibt. Ein super geiles Heft. Und dann gerät man so langsam in eine Abwärtsspirale. Die Hefte danach habe ich noch gedacht, ja, es ist immer noch cool, klar, es macht Spaß und so. Und dann kommt da zum Beispiel dieser eine Ami-Charakter und da dachte ich mir, was ist das denn jetzt, so ein Kack-Trash hier? Und die letzten zwei Hefte reißen es dann halt für mich komplett runter. Und mir bleibt immer dieses erste Heft in absolut kolossaler Erinnerung. Super, 11 von 10, nicht nur 10 von 10, 11 von 10. Aber der Rest, na, da war aber mehr drin. Da hätte man die Qualität halten müssen und dann wäre das aber der Schocker gewesen. Das wäre ein richtig geiler Band. So beschränkt sich das für mich persönlich hauptsächlich auf das erste Heft von Daredevil Auferstehung. Potenzial so ein bisschen verschenkt. Endlich spricht es mal jemand aus, denn... Also das heißt, also Auferstehung ist ja generell einfach bekannt und wird gerne empfohlen. Und das ist ja auch kein schlechtes Ding, aber auch ich hatte beim Lesen das Gefühl, dass das zum Ende hin echt nicht mehr so geil war. Und gerade auch dieser Ami-Charakter, den du hier ansprichst. Also ich weiß, was du meinst. Ich weiß, ich verstehe, welchen Moment du meinst. Was ist dein liebstes underratedes Comic? Hier habe ich mich entschieden für einen Titel, also ich kann mich ja nur für Titel entscheiden, die ich selber gelesen habe und beide habe ich schon auf meinem Kanal vorgestellt. Auf DC-Seiten ist das Superman Doomsday, allein aus dem Grund underrated, weil nicht auf Deutsch später nochmal veröffentlicht von Panini. Es ist erschienen bei Carlsen, aber das Ding muss man doch abdrucken, wenn man Tod von Superman, Reign of Superman abdruckt, nochmal als 4 Megabände, ja dann bring doch auch Doomsday. Ich hatte mich, ich hatte noch ein Doomsday-Video irgendwie gemacht. Was war das? War of Doomsday? Nee, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ist ein Dreiteiler Prestige. Ist auch egal. Ist auf jeden Fall die Fortsetzung davon. Dafür habe ich mir nochmal dieses Superman-Doomsday-Video von mir selber angeguckt. Und da habe ich wieder gemerkt, wie geil das eigentlich war. Das ist total Popcorn-Kino. Es ist actionreich ohne Ende. Da knallt es eigentlich nur in diesem Band. Aber es ist so geil. Es ist halt total Superman 90er, was ich sowieso sehr mag. Und ich finde es einfach schade, dass man da jetzt so drüber hinweggegangen ist. Natürlich braucht man das nicht, aber man bekommt Doomsday Origin, man bekommt sehr viele Charaktere, die man aus den Vorgängerbänden dann schon kannte. Es macht alles Sinn, es ist komplett rund und einfach für mich ein großartiges Comic. Ich weiß auch, da gibt es andere Meinungen. Auf Marvel-Seiten habe ich mich entschieden und da fiel es mir tatsächlich deutlich schwerer, was zu benennen, weil entweder ich habe gute Marvel-Sachen gelesen, ich habe schlechte Marvel-Sachen gelesen, oder ich habe Marvel-Sachen gelesen, ja, die habe ich halt gelesen. Die gingen dann so an mir vorbei, wie die meisten Events dann. Ende der 2000er. Und, also frühen 2000er, ihr wisst, was ich meine, 2000 bis 2010. Dann habe ich mich entschieden für Longshot. Und einfach nur aufgrund der Tatsache, dass dieser Charakter halt kaum Bühne hat im Deutschen. Ich habe den Endo Chanty Run ja gelesen und auch mit Comics besprochen auf meinem Kanal, der bei uns bei Bastei erschienen ist, in diesem Magazin. Ich glaube, bei uns waren das 4 Magazine, ne? Für 6 US-Hefte oder so. Ein bisschen komisch veröffentlicht bei uns auf jeden Fall. Und Longshot seitdem ist ja überhaupt nicht präsent auf dem deutschen Markt. Ich meine, es kam auch wenig auf dem US-Markt, das muss man auch dazu sagen. Er wurde dann natürlich in die X-Men-Serie wirklich ab und an mal integriert und da gezeigt, okay. Aber so wirklich von ihm kam nichts. Aber soweit ich weiß, gibt es auch keinen wirklichen Reprint dieser wirklich fantastischen Story, die aus den 80ern ist, ich weiß nicht, Mitte 80er, keine Ahnung, lege ich meine Hand nicht mehr für ins Feuer, müsste ich jetzt mal nachgucken. Dieser Charakter, der auch total hässlich designt ist mit dieser komischen Frisur, aber die Story ist so toll, hätte ich damals auch gar nicht erwartet. Und ich, gut, es war ein Tipp, den ich mir abgeholt habe zum Lesen und ja, ich musste es mir dann auch direkt als US kaufen. Und da war ich noch nicht mal richtig umgestiegen. Das war so der leichte Beginn meines Umstiegs. Ne? Und Longshot hat da auch so eine Tür geöffnet irgendwie. Also wer das mal sieht, unbedingt zuschlagen. Auch die Bastei-Sachen, schlag zu. Longshot kenne ich nicht. Was ich aber dazu sagen muss, ist, also ich stelle für mich fest, ich mag es auch ganz gerne, wenn ich Figuren für mich entdecke oder Charaktere für mich entdecke oder Geschichten, die mir einfach super gefallen, aber die kaum einer kennt. Natürlich, auf der einen Seite würde ich die gerne anderen empfehlen und mich mit anderen darüber austauschen. Andererseits finde ich es aber einfach schön, etwas selbst für mich entdeckt zu haben. Es lohnt sich auf jeden Fall. Boah, dieses scheiß Auto! Es ist übrigens sehr schön, wie Mabugu hier sofort wieder die Fassung bewahrt und tut, als wäre nichts gewesen. Das muss man mal erwähnen. Seine Kunst. Du bist jetzt umgezogen und hast jetzt 2 Zimmer für deine Comics, also nur für deine Comics zur Verfügung, aber du sammelst ja auch noch Figuren.
Und wenn jetzt das Shipping wieder anläuft mit den Sachen aus den USA, kommen ja wieder im Monat Minimum 50 Hefte bei dir an. Also nur an neuen Sachen und dann kommen ja noch die alten dazu. Was machst du, wenn dir der Platz ausgeht? Wirst du dann aussortieren? Wirst du in eine noch größere Wohnung ziehen, die Sachen komplett auf die Wohnung verteilen? Oder wirst du sogar den Schritt wagen und deine Sammlung separieren, also dir einen separaten Raum dafür mieten? Mit diesem Gedanken will ich mich eigentlich noch gar nicht beschäftigen, weil ja, ich bin jetzt umgezogen und meine ganzen Comics haben in einen Raum gepasst. Kallax Regale doppelt befüllt, ich glaube um die 50, 60 Shortboxen, aber es passt alles in diesen Raum. Ja, und der Raum wirkt durch die Kamera tatsächlich kleiner. Hier ist eine ganze Menge Papier drin. Hier sind auch noch alle meine DC und Marvel Funkos drin und meine Eagle Moss Figuren auch, plus große Vitrine und so weiter. Das ist hier alles drin. Also der zweite kleinere Raum ist noch komplett leer. Dementsprechend glaube ich auch nicht, dass ich die nächsten Jahre irgendwie in Platznöte komme. Sollte das doch so sein, weiß ich nicht, was ich tue. Alten Scheiß verkaufen von den Comics fällt mir immer schwer. Natürlich würde ich dann auch erstmal deutsche Sachen reduzieren, aber ich kenne mich auch, da kommen wir glaube ich später noch drauf, dass ich dann doch so bin, dass ich die englischen Sachen dann davon wieder haben will und dann da doch wieder auf der Suche bin. Und englische Hefte nehmen ein bisschen mehr Platz weg als deutsche. Dafür sind sie ein bisschen leichter, das muss man auch dazu sagen. Also zumindest das Handling wird dann ein bisschen angenehmer. Aber nein, ich weiß nicht, was ich da mache, keine Ahnung. Aber in dieser Wohnung werde ich sehr lange leben bleiben, wenn es geht. Denn diese Wohnung ist einfach perfekt, perfekt gelegen. Super Platzmöglichkeiten, tolle Zimmer. Deswegen, ich will da noch keinen Gedanken dran verschwenden. Wenn du ein Comic schreiben würdest und gestalten würdest, worum würde es dabei gehen? Hier fiel es mir auch nicht so schwer, da eine Antwort zu finden. Ich würde das Thema Freakshow betrachten. Eine Freakshow, erstmal super interessantes Thema und grundsätzlich bin ich darauf gestoßen, damals in halt Batman Dino Ausgabe 9, wo Kelly Jones illustriert hat. Ich weiß gar nicht, wer geschrieben hat, keine Ahnung. Zwei US-Hefte, ein deutsches Heft halt, macht unglaublich viel Spaß, auch wenn es nur eine kurze Story ist. Weil man halt, also die Freakshow, die zeichnet sich ja dadurch aus, dass man verschiedene Menschen hat, die außergewöhnliche Merkmale haben, teilweise verschiedener Herkunft, einfach zusammengesammelt und die damaligen Menschen haben über diese Menschen gestaunt. Ob es jetzt, keine Ahnung, ein Zwerg war, also ein Zwerg, ein Kleinwüchsiger, muss man ja aufpassen mittlerweile. Ob es eine Frau mit Bart war, eine extrem übergewichtige Person, eine Person mit irgendwelchen Fehlbildungen, Gendefekten, was weiß ich. Diese Menschen waren ja hochinteressant damals und brisant. Man hat ja keine Informationsquellen, wo man sich sonst über sowas informieren hätte können, keine Bilder angucken können und sowas. Ich muss ja mal dazu sagen, also ja, die waren damals, oder zumindest wird uns gesagt, dass sie damals sehr interessant waren und das ist natürlich naheliegend für uns, aber sie sind heute für die meisten Menschen nicht weniger interessant. Ich meine, man scheint hier nicht drüber reden zu dürfen oder es geschieht sehr versteckt, aber Menschen mit andersartigen Proportionen oder mit einem sechsten Finger oder so, die werden doch immer noch voll begrafft. Ja, aber ein interessantes Thema, das in jedem Fall. Von daher war es natürlich was ganz Großes und die Menschen wurden fürchterlich behandelt und gehalten, aber auch ganz gut entlohnt. Und ich glaube, also das ist schon der Gedanke, wenn ich einen Comic schreiben würde, was ich nicht tue. Ich glaube, ich würde mich damit beschäftigen. Das geht natürlich so in Richtung Gruppe auf jeden Fall. Ich würde nicht nur einen Charakter behandeln. Und jeder dieser Charaktere könnte dann halt auch ziemlich einzigartig dargestellt werden. Die Dynamik würde sich super schaffen lassen, aber ich bräuchte dann natürlich auch jemanden. Brian K. Vaughan fällt mir übrigens ein, der als Autor zumindest solche Themen auch gut bearbeiten könnte. Also vielleicht schickst du da mal dein Skript hin und vielleicht, nein, Saga geht sogar irgendwie in gewisser Weise in diese Richtung. Der könnte das gut, diese Charaktere ausarbeiten. Und wenn du es nicht tust, dann schicke ich ihm die Idee. So viel ist schon mal sicher. Der zeichnet, der mich auch mit diesem Stil begleitet und ich fand so Kelly Jones oder Kyle Hotz würde halt auch passen. Gut, das sind auch meine Lieblingszeichner, natürlich würden die dann passen. Aber irgendwie so in die Richtung Bernie Wrightson und seine, ja, seine Zöglinge, sage ich mal, in der Kunst, ne? Das würde das wunderbar unterstützen. Und ich glaube halt, man könnte diese Freakshow-Charaktere sehr, sehr einzigartig gestalten. Ich glaube aber auch, man könnte das schon mit bestehenden Charakteren irgendwie ausschmücken. So wie Deadman oder sowas. Und dann eine Gruppe darum basteln. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, man könnte tolle Storys schaffen, weil es ist ja so eine Art Wanderzirkus, der auf viel rumkommt, in verschiedene Settings und sowas. Also, das ist ein ganz tolles Thema, finde ich. Ich finde auch Dokus dazu sehr interessant und natürlich ist es nicht richtig, was damals gemacht wurde, aber es war die Zeit und
ich glaube, daraus könnte man sehr viel literarisch rausholen. Hast du schon mal einen Comic während des Lesens abgebrochen? Wenn ja, welchen? Ja, habe ich. Mache ich eigentlich nicht. Überhaupt nicht. Aber einmal ist es mir tatsächlich passiert vor ein paar Jahren. Und zwar handelt es sich um den Eagle Moss Band zu Plastic Man. Ich super gehypt. Plastic Man, voll geil, hat mir mega gefallen bei der JLA-Reihe von Grant Morrison. Kann ja nur gut werden. Mir geschnappt für eine Zugfahrt. Und dachte ich, ja mega, zieh's jetzt durch. Ah Gott, es sieht ungefähr so aus, wenn man die Zeichnung betrachtet, wie eine Cartoon-Serie der frühen 2000er Jahre. Wenn ich da jetzt so dran denke, so Richtung Tex Avery Show, hieß so, ne? Oggi und die Kakerlaken, so das, was damals frühen 2000er Zeit auf RTL 2 halt lief. So sieht das zeichnerisch aus und die Story war halt so kacke klamaukig mit seinem, wie heißt er, seinem Begleiter Wheezy. Puh, das war schon ganz scheiße. Ich habe mich durch die ersten drei Hefte gequält und dann tatsächlich gesagt, nee, eingepackt, nie wieder angefasst, verkauft. Aber bin ja manchmal so ein bisschen verrückt in meinem Comic-Hobby. Ich habe mir diese 6 Ausgaben nochmal als US irgendwann nachgekauft. Also es besteht noch die Möglichkeit, dass ich die Ausgaben 4-6 irgendwann wirklich nochmal anfasse. Und ich glaube, die Reihe ist, also es ist eine ongoing, ne? Die hatte sogar, ich glaube, 18 Hefte plus minus ein paar circa halt. Gott, wenn ich die ersten Hefte nochmal so Revue passieren lasse, wie kann sowas sein? Das war so scheiße. Aber ja, ist mir tatsächlich einmal passiert. Also ich finde das ja gar nicht verwerflich, ne? Also das klang jetzt anfangs so, als würdest du dich dafür entschuldigen, dass du einen Comic abgebrochen hast. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich mache das ständig, wenn mir die Dinge einfach nicht gefallen. Dann gebe ich dir nochmal ein, zwei, drei Kapitel, aber wenn es dann einfach nicht besser wird, oder vielleicht gebe ich dann auch nochmal ein Heft, aber wenn es dann einfach nicht besser wird, dann kommt das weg. Dafür ist mir meine Zeit und meine, dafür sind mir auch meine Nerven und mein Leben ein bisschen zu schade. Dann setze ich mich lieber auf den Balkon und mache einfach mal gar nichts. Also völlig legitim, Geschichten, die einfach nur nerven oder schlecht geschrieben sind, wegzugeben. In welchem Alter hast du eigentlich angefangen, Comics zu lesen? Ist auch leicht für mich zu terminieren. 2008, da war ich 13. Fing halt an durch Lego Batman, den ersten Teil, war ich hin und weg, wollte ich unbedingt was lesen, dann in Sachen Comics, so was ganz Neues für mich, jetzt vielleicht nicht unbedingt das Comic-Format an sich, aber Superhelden-Comics. Da habe ich mir die 21 geholt, als Variant-Cover sogar, total zerstört, aber deswegen billig, von Dino Batman, und das war halt Der Fluch. Und dann brauchte ich halt das nächste Heft auch, weil es war ja nicht abgeschlossen, und Der Fluch war auch dann nicht abgeschlossen, und so bin ich in die Spirale geraten, in den Teufelskreis, mir immer wieder neue Hefte kaufen zu müssen. So ist dann Batman bei mir gelandet, so ist Superman bei mir gelandet, so ist die JLA bei mir gelandet und mittlerweile knappe 10.000 US-Hefte. Ja, so hat das angefangen. Das war aber nicht mein allererstes Comic. Das müsste nämlich Digimon wahrscheinlich gewesen sein, auch von, das war auch von Dino, ne? Das waren meine ersten Hefte. Sogar zu Serienstart. Das muss 2000 oder so gewesen sein, da war ich 5, vielleicht ist es 2001 gewesen, 6, da startete Digimon ungefähr. Die Reihe habe ich bis heute komplett. Ich hatte auch die Dragon Ball Hefte, die sind mittlerweile bei Team Comics Fan 86, aber Digimon werde ich wohl nie abgeben. Und ich war auch damals ganz groß da drin, da waren ja auch immer die Fanpost-Seiten und man konnte eigene Bilder hinschicken und so. Die sind alle bekritzelt, die Heften. Ich war ganz groß da drin, Noten zu vergeben für die Zeichnung irgendwelcher fremden Kiddies von Digimon. Digimänner, keine Ahnung, Digimon halt. Einmal voll die Mehrzahl verkackt. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Ich weiß es nicht. Hast du auch, bei mir war das so. Nein, bei mir in der Familie war das so, denn meine Mutter hat damit angefangen, da habe ich mir das abgeguckt, dass wir mit dem Kugelschreiber immer Bärte auf die Gesichter gemalt haben. Also meistens von einer Fernsehzeitung oder ähnlichem, aber spielt ja keine Rolle. In der Regel waren es Frauengesichter. Natürlich, wo soll sonst der Bart hin? Und ich glaube, auch in den Anfang 2000ern oder späten 90ern waren Bärte nicht so hip. Da haben wir mit dem Kugelschreiber Bärte auf die Fratzen gemalt. Ja, so sähen meine Comics aus, hätte ich damals Comics gesammelt. Kennt das noch jemand? Kennst du das? Hast du das gemacht? Ja, und dadurch habe ich mir dann einige Hefte auf jeden Fall beschädigt. Hi Nico, meine erste Frage an dich wäre, inwiefern beeinflussen noch Comic-Sammlungsvideos von beispielsweise Leuten wie Comics dein Sammelverhalten heutzutage? Das haben sie zur Anfangszeit meiner YouTube-Karriere auf jeden Fall sehr, sehr stark.
aber auch weil diese Sammlungsvideos halt sehr viel abgebildet haben aus den 80ern, aus den 90ern, wozu ich vorher halt keinen Draht hatte, beziehungsweise ich hatte zwar die 90er, es sind eher die 80er, die ich hiermit meine, glaube ich. Und es sind natürlich auch viele Titel, die hier gar nicht in Deutsch erschienen sind. Das sind so die Titel, die stark auf mich abgefärbt haben, auf jeden Fall. Das ist auch so ein bisschen die Eröffnung des US-Marktes für mich gewesen, habe ich das Gefühl. Ne? Also ich hatte auch davor US-Heft, aber nicht so, dass ich mich damit krass beschäftigt hätte. Und natürlich habe ich mir auch sehr oft Lesetipps und sowas abgeholt. Ich habe sehr viel gekauft, was in den Videos besprochen wurde. Und das ist halt besonders die von Comics auf jeden Fall. Andere haben mich jetzt nicht so geprägt, muss ich gestehen. Und ich hoffe eigentlich mittlerweile, dass ich auch irgendwann mal so Videos produziere, dass andere sagen, ja, auf jeden, der findet das cool, deswegen hole ich mir das. Ich glaube, das tust du. Ich glaube, das tust du sowieso schon. Also selbst mir in dieser kurzen Zeit wurde schon ein paar Mal, nicht oft, aber ein paar Mal geschrieben, dass sich Menschen aufgrund meiner Empfehlung oder meines Videos Geschichten geholt haben. Und ich denke, du bist jetzt 4 Jahre dabei und du hast so ein Repertoire an Heften oder Geschichten. Ich glaube, du hast ja schon Menschen mit beeinflusst. Besonders seit meinem Umstieg auf US und ja, allgemein eigentlich durch die Entwicklung, auch durch ComicTube und so, bin ich jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich mich selber eigenständig so tiefgründig mit Comics beschäftige, dass ich eigentlich nicht mehr durch Sammlungsvideos oder so irgendwelche Tipps, Hinweise bekomme. Das passiert dann einfach, wenn ich irgendwas lese und dann einen Charakter sehe und mir denke, okay, da müsstest du jetzt mal gucken, was da noch so gekommen ist. Dann kommt die Recherche dazu. Dann gucke ich, wo ist es noch erschienen und was ist noch erschienen, zu welcher Zeit, wie bekomme ich die beste Chronologie rein. Und so erschließe ich das alles irgendwie für mich nach und nach. Es ist nicht mehr so, dass ich jetzt irgendwelche Comic-Sammlungsvideos oder Vorstellungen gucke und mir denke, ja, geil, habe ich noch nie gesehen, brauche ich unbedingt. Die Zeiten sind dann doch leider vorbei. Was heißt leider? Bin ja froh, dass ich mir mittlerweile so einen Wissensschatz aufgebaut habe. Aber hat schon Spaß gemacht. Hallo mein Lieber, ich hätte da eine Frage. Findest du, dass man Shazam hätte von Captain Marvel in Shazam umbenennen müssen? Oder ist es total sinnlos und du denkst dir, scheiß auf den kleinen Krieg der Verleger oder so? Du weißt, was ich meine. Ich weiß jetzt nicht, wer mir diese Frage gestellt hat und die Person tut mir ein bisschen leid. Ich lasse mich überraschen, wer das war. Denn ich kann nur sagen, scheinbar ja. Ich habe nämlich keine Ahnung, warum Captain Marvel zu Shazam umbenannt wurde. Das tut mir auch sehr leid für Comic Engine, denn diese Frage hat er auch quasi Kane gestellt. Und Kane hat diese Frage auch anders beantwortet. Nichts gegen Kane, alles völlig in Ordnung. Aber er hat sie anders beantwortet, als Comic Engine sie gemeint hat. Also vielleicht bleibt das der Running Gag. Und ich werde diese Frage einfach jedem interviewten Menschen zukünftig stellen. Und mal schauen, ob irgendjemand diese Frage irgendwann hundertprozentig beantwortet. Ich habe das schon irgendwo mal gehört und auch wahrscheinlich in einer Doku gesehen. Aber es ist nicht wirklich hängen geblieben, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und deswegen sage ich einfach mal, es war wohl scheinbar berechtigt. Ich finde es auch ganz gut, weil der Name Marvel gehört hat zum Verlagshaus Marvels. Die Überschneidung muss jetzt auch nicht zwangsläufig sein, meiner Meinung nach. Was rätst du allen Menschen, die ihre Comic-Leidenschaft bei Instagram und bei YouTube teilen wollen? Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, am Ball zu bleiben. Das heißt, ich mache das jetzt seit 4 Jahren und ich bin ja einer, also ich habe viele kommen und gehen sehen, das will ich damit sagen. Ich bin einer aus der zweiten Generation. Vorher waren schon Team Comics Fan, Comic Engine, Sambo Zodiac, Comics, Nerds to Nerds und so weiter. Dann kamen Leute wie ich, Mabugu, Creighton und so. Und auch seither haben viele angefangen und auch ganz schnell wieder aufgehört. Und das ist halt schade. Liegt aber auch daran, dass man mittlerweile nicht mehr so schnell wächst wie damals. Der MCU-Hype ist weg und allgemein ist das ganze Comic-Community-Ding so ein bisschen abgeebbt. Auch wenn ich das nie wahrhaben will. Aber schaut euch mal an, wie schwer man jetzt als neuer Comic-Tube über 100 Abos kommt. Kommentare und so sind da, keine Frage. Und man hat auch eine sehr ähnliche Zuschauerschaft in der Anzahl, wie die etwas größeren wie ich oder, keine Ahnung, Creighton zum Beispiel. Aber erstmal auf eine hohe Abozahl zu kommen, ist schwierig. Ich will damit sagen, dass wir Älteren sehr viel tote Abos haben. Da sollte man sich als Neuer jetzt nicht abschrecken lassen. Und es ist ja normal, 1000 Abos sind jetzt auch nicht so krass viel. Es ist gar nichts auf YouTube, um ehrlich zu sein. Von daher, man ist klar, lasst euch nicht motivieren. Wir sind alle auf einer Augenhöhe und so. Ne? Und ihr müsst einfach mit Spaß dabei sein.
Hängt euch in Projekte rein, hängt euch in Crossover rein. Lasst sowas von euch aus starten, wenn ihr Bock habt. Ich spreche jetzt nur von YouTube, ne? Dieses ganze Insta-Game ist mir scheißegal und witzig. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich mag diese Art und Weise nicht, wie man auf Insta größer wird. Für mich ist das kein natürliches Wachstum, es ist einfach nur Beschiss und nein, keine Ahnung, will ich nicht haben. YouTube macht mir Spaß, Insta nicht. Also, um da wirklich größer zu werden, Insta ist halt mal, um ein nettes Foto zu posten, ist es für mich nicht. Deswegen bin ich da erst nur komplett raus. Und ich nutze eigentlich auch nur für Reviews und sowas. Ich lese mir bei Insta keine Texte durch. Könnt ihr vergessen, das ist für mich ein Bildmedium. Ich gucke mir Videos an, ja. Und einfach dranbleiben, einfach dranbleiben. Jetzt springen bei mir wahrscheinlich hier 500 Instagram-Follower ab. Keine Ahnung. Warte. Und weg. Und ab. Ja, macht aber nichts. Ich bin kein großer Freund von Instagram. Ja. Ich gucke hier gerade wieder auf meine Liste, was als nächstes kommt. Oder ob ich mir noch was notiert hatte. Ja, einfach mit Motivation dabei sein. Ich glaube, das ist als abschließendes Wort ganz gut. Habt Freude an dem, was ihr tut und was ihr auch tun wollt, denn sonst hättet ihr es wahrscheinlich nicht angefangen. Okay, gute Worte. Du bist wieder gefollowt. Nein, jetzt im Ernst. Als ich anfing hier mit YouTube, war mir gar nicht klar, dass es diese Community gibt. Und ich war nie ein Mensch, im Privaten nie ein Mensch von Communities oder von irgendwelchen Gruppenaktivitäten. Und es war tatsächlich auch Comic-In, der mich als erster angeschrieben hat via Instagram und mich eingeladen hat, bei dem Projekt mitzumachen. Und so kam dann das eine zum nächsten und so wurde auch mein Kanal bekannter. Es ist aber die Frage, also ich habe auch diese Reise durchlaufen oder bin diese Reise durchlaufen. Ich durchlief diese Reise, in der ich überlegt habe oder auch für mich halt sehen musste, was ich eigentlich möchte mit meinem Kanal. Denn nein, ich fing an, indem ich mich einfach nur austauschen wollte, habe irgendwelche Videos dazu hochgeladen, habe dann schnell erkannt, ich möchte diese Analyse-Videos machen und einen Mehrwert bieten. Und dann kam irgendwann diese Phase, in der ich mehr erreichen wollte. Ich hatte das Gefühl, ich muss mehr Abos ziehen, ich muss mehr Leute ziehen und dann habe ich mich darin ein bisschen verloren oder eine ganze Zeit lang verloren und überlegt, wie mache ich es immer besser und irgendwann konnte ich meinem eigenen Anspruch gar nicht mehr gerecht werden, weder qualitativ noch vor allem zeitlich. Denn das darf man nicht vergessen, bei allem YouTube Videos zu machen, vor allem wenn man sie auch noch aufwendiger machen möchte, frisst sehr viel Zeit. Ich selber bin jetzt wieder auf dem Stand, wo ich mir sage, ich mache es nur noch nach Spaß und nehme halt die Zeit, die ich habe, ohne mich selbst unter Druck zu setzen. Dementsprechend kommen halt weniger Videos, aber es ist für mich gut. Was ich damit meine ist, neben dem ganzen Spaß, der wirklich das Fundament für also YouTube-Anfänger sein soll, ist einfach auch wichtig zu wissen, was man mit dem Kanal erreichen möchte. Ob man ein großes Ziel hat oder ob es einfach nur darum geht, seinen Spaß und sein Mitteilungsbedürfnis hochzuladen. So, das darf man nicht aus den Augen verlieren. Und alles, was er zu Instagram gesagt hat, sehe ich genauso. Ich finde, Instagram ist ein Medium, das man sehr gut nutzen kann, um seinen Kanal zu bewerben und da ein bisschen in Kontakt zu bleiben mit Menschen. Aber ich weiß auch nicht, was man davon hat letztendlich. Oder was man von Instagram selber hat. Und ganz im Ernst, ich kriege viel technische Sachen von Instagram, verstehe ich nicht, kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie man Stories richtig teilt. Ich verstehe da so vieles nicht, deshalb nimmt es zum Beispiel nicht übel, wenn ich Stories, die ihr geteilt habt, über mich zum Beispiel, nicht wieder teile, weil ich verstehe es nicht. Ich habe so oft schon irgendwelche Links angeklickt und aus Versehen auch Fotos von meinem Ausweis zum Beispiel hochgeladen, die ich auch ratzfatz wieder gelöscht habe, weil da einfach meine Adresse drauf stand. Deshalb, ich nehme mich da mittlerweile sehr zurück. So, lange Rede, habt Spaß an der Sache. 3 Kugeln Eis. Welche sind deine Sorten? Himbeere, Zitrone, After Eight. Hab gesehen, Edeka führt jetzt ein After Eight in der Tiefkühltruhe. Ganz ehrlich, da ist mein Follow auch direkt wieder weg. Da krieg ich auch Sodbrennen von After Eight. On up! Voll geil. Muss ich unbedingt probieren, war mir aber noch zu teuer. Ich kaufe halt lieber Comics von meinem Geld als luxuriöses Eis. Ah, Comics, ja, dann ist mein Follower auch wieder drin. On up. Mein After Eight Eis halt schon sehr geil ist. Und man sieht es auch an meiner Figur. Ich esse sehr gerne Eis. Besonders derzeit. Seitdem ich die neue Wohnung habe, esse ich, glaube ich, jeden Tag ein Eis so ungefähr. Ganz komisch. Naja. Es ist ja heutzutage leider so, dass, egal ob nun Comics, Serie oder Film, dass von einem Franchise so lange was rausgebracht wird, bis man übersättigt wird.
Glaubst du, die Fans sind selber daran schuld? Auf jeden Fall, Fans sind selber schuld. Franchises, die ruhen, da werden auch die Stimmen ganz laut, bringt uns was Neues, unbedingt. Letztes Beispiel für mich ist The Last of Us. Wann kam der erste Teil raus? 2012, 2013 irgendwann. Und oh, die Fans wollten immer einen zweiten Teil. Oh, und dann kam er jetzt und der User Score ist bei irgendwie 1,9 von 10. Und alle, nicht alle hassen es, aber viele hassen es, weil nicht das gekommen ist, was sie wollten. Sie haben es provoziert. Das Entwicklerstudio ist ihren, oder ist seinen eigenen Weg gegangen. Es entspricht nicht den Fans und die Fans hassen es. Die Fans wollen aber trotzdem immer mehr davon. Es ist ja auch bei Star Wars so. Es kann einfach nicht genug sein. Und dabei kommen auch tolle Sachen teilweise rum. Wie zum Beispiel Rogue One oder Solo. Aber es kommen halt auch weniger gute Sachen rum dabei, wie die neueste Trilogie. Also es ist eine ganz subjektive Meinung, aber die ich natürlich auch mit vielen teile, was ich so im Internet lese. Und diesbezüglich sind Fans auf jeden Fall selber schuld, denn natürlich ist es verständlich, wenn man irgendwas von seinem Lieblingsfranchise als Erweiterung haben will. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, als ich gesehen habe, dass Digimon Adventures nach 15, 20 Jahren fortgesetzt wird. Wie cool ist das denn? Ob das den qualitativen Maßstab halten kann? Keine Ahnung. Aber natürlich sind die Fans schuld und auch nicht nur schuld, das ist so negativ. Sie sind ein Grund dafür, dass Franchises immer erweitert werden. Was dabei rauskommt, ist halt immer so ein Ding und muss man dann sehen. Aber der Grat dazwischen ist schmal, will ich sagen. Wie sieht das Ganze deiner Meinung nach in 10 Jahren aus? Meinst du, Independent Comics sind dann sogar noch beliebter oder bleiben gleich beliebt oder sind die dann nicht mehr so beliebt? Was ist deine Meinung dazu? Auch eine interessante Frage. Ich bin ja selber kein großer Leser von Indie-Comics. Man muss sich aber immer bewusst machen und auch auf dem deutschen Markt ist das so. Als ich angefangen habe, Comics zu lesen, hätte ich nie gedacht, dass ich Indie-Comics, die ja bei uns hauptsächlich nicht im klassischen Comic-Format erscheinen, sich so großer Beliebtheit erfreuen, besonders weil sie halt eigentlich auch ein bisschen teurer sind und so, natürlich auch hochwertiger verarbeitet und so, gar kein Ding. Und man hat auch verschiedene Publisher dran, doch sind auch hier Publisher, ne? Ich arbeite jetzt hier mit diesem Wort und überlege, sind Panini und Co. Publisher? Ja, sind sie. Ist ja in den Staaten genauso und wenn man sich das mal so anguckt, jede Woche werden Comics veröffentlicht dort. Es sind vielleicht ein Drittel klassische DC- und Marvel-Titel. Das ist natürlich schon ein großer Marktanteil dafür, dass sie zwei Studios sind. Das sind halt die Big Player. Und dann hat man aber zwei Drittel, was einfach teilweise unbekannte, teilweise auch ein bisschen bekanntere Titel sind, von kleineren und ganz kleinen Verlagen. Und das finde ich interessant. Das hat man meist so gar nicht auf dem Schirm. Besonders bei meinem Kaufverhalten natürlich nicht. Ich bin Marvel- und DC-Boy und Superhelden-Boy und nicht Indie-Boy. Aber ey, absolut jedem das Seine. Und ich... ja, alle paar Monate lese ich auch mal gern Indie-Comic. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie durch sowas wie Netflix-Adaption und Allgemeinserien-Adaption durchaus beliebter werden. Glaub aber nicht in dem großen Rahmen, denn Serienfans und Filmfans bleiben dann doch eher Serien- und Filmfans, als dass sie plötzlich auch Comic-Fans werden und sich, sei es Rick and Morty oder The Walking Dead, was ja immer noch weiter Erweiterungen bekommt, dass sie sich dann sowas auch ja, als Comicserie wirklich nach und nach gönnen und bei jeder Ausgabe dann dran sind. Das ist nicht der Fall. Aber ich bin trotzdem total überrascht, dass sich Indie-Verlage so gut halten. Und ich muss ja auch nochmal sagen, Lizenzthema, man muss ihnen wirklich zugute halten und dankbar sein, dass sie Lizenzen durchgeschleppt haben über Jahrzehnte, die jetzt dann wieder zu den Großen wandern, wie Marvel, Star Wars, Conan, Alien vs. Predator zuletzt. Ohne diese kleineren Verlage, denen das jetzt wahrscheinlich richtig wehtut, was schon kacke ist, dass diese Lizenzen dann auch weg sind, weil das sind halt die größeren Titel von diesen Verlagen. Die brechen weg. Aber man muss diesen Verlagen wirklich dankbar sein, dass sie diese Titel am Leben gehalten haben und produziert haben, produziert haben, produziert haben. Man muss auch Marvel dankbar sein. Und wenn es dann irgendwann mal Dark Horse schlecht gehen sollte, dann sollte man vielleicht auch über eine Stütze nachdenken oder sowas. Ich glaube, das hat auch viel mit den Autoren zu tun, ne? Es gibt ja auch Stories, die nicht unter Marvel laufen und die auch nicht unter DC laufen, die aber von Jeff Lemire geschrieben werden. Zum Beispiel beim Splitter. Und ich glaube, darüber funktioniert das halt auch viel. Brian K. Vaughan ist auch ein bekannter Autor, der seine Stories fernab oder meistens fernab von Marvel und DC veröffentlicht, die auch im Deutschen nicht unbedingt von Panini veröffentlicht werden. Bei Carlson ist es auch kein kleiner, ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall
glaube ich, dass das einfach auch sehr viel damit zusammenhängt, wo Autoren aufgegriffen werden oder wo kleinere Verlage einfach auch an Geschichten größerer Autoren kommen. Naja, wie auch immer. Ändert jetzt auch nichts, ne? In Zeiten von Corona ist das ja mit den Sicherheitsmaßnahmen nicht ganz so leicht mitunter. Ich weiß, du hast all deine Comics in Hüllen und auch mit Boards versehen, aber wie regelst du das mit dem Sicherheitsabstand? Ich weiß, du bist jetzt umgezogen, hast ja zwei Zimmer für deine Comics. Reicht der Platz jetzt, um auch wirklich 1,5 Meter Sicherheitsabstand zwischen den Comics zu haben? Kommt drauf an, wie man hier steht. Der eine Raum ist ja ein Schlauch, also mehr oder weniger. Ist schon ein Rechteck, aber ein bisschen schlauchig. Und an beiden Wänden stehen jetzt Kallax-Regale. Also wenn man zwischen den Regalen steht, nein, aber wenn man sich dann anders hinstellt, einer auf der Seite, einer auf der, dann geht das auf jeden Fall und dann ist das kein Problem hier. Autogrammkarten und Fanposter in Lebensgröße. In welcher Pose würdest du über unserem Bett hängen? Ich habe die Frage ein bisschen blöd formuliert. Ja, das klingt, als würde ein Comic-In und ich uns ein Bett teilen. Aber das mal nur nebenbei. Das ist echt schwierig. Also in sowas bin ich extrem beschissen und ich wüsste auch nicht, nein, ich kann mir das gar nicht ausmalen, wie das ist, von mir eine eigene Autogrammkarte in der Hand zu halten, die ich irgendwie unterschreiben müsste oder so. Und selbst die Pose darauf, ich könnte natürlich so eine klassische Pose wie so ein cooler Fußballer machen, das ist es aber, glaube ich, nicht. Ich würde auch sowas so Gangmäßiges natürlich machen, vielleicht wie Money Boy und so. Ich liebe Money Boy, sei auch mal gesagt, so irgendwie so. Aber ich tue mich da tatsächlich sehr, sehr schwer. Vielleicht sollte ich irgendein eigenes Zeichen entwickeln. Damit meine ich nicht unbedingt das. Von der Comic-Instanz. So dann wahrscheinlich. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin bei sowas extrem scheiße und total unspontan. Und selbst mit Vorbereitung kriege ich das nicht hingeschissen. Also es tut mir leid, aber meine Autogrammkarte wird wohl einfach so aussehen. Was hältst du eigentlich von Abziehbildchen? Ein Sammelalbum der ganzen Comic-Community und kleine Abziehbildchen zum Sammeln. Zum Sammeln, Tauschen oder vielleicht sogar ein Quartett? Nee, lass mal das Quartett beiseite. Sammelbildchen. Vielleicht können wir mit Panini irgendwas. Vielleicht kann ich mit diesen Fotos, die ich jetzt von dir habe und die natürlich bei mir käuflich zu erwerben sind, Comic Inc. kriegt auch 20% des Umsatzes. Vielleicht können wir da Panini mal anschreiben und ein Klebeheftchen auf den Markt bringen. Das wäre doch mal eine starke Nummer. Wen dominierst du für eine weitere Folge? So geht Comic, will's wissen. Ich habe mich ja mit allen so gut angefreundet hier und wen soll ich jetzt aus dem Haus Das rauswerfen? Und interessiert nicht. Und ab mit dem. der wird mir das nie verzeihen. Ich weiß es nicht. Nein, Spaß beiseite. Ich nominiere. Oder ich muss ja, so geht Comic, eigentlich eher sagen, wen er ansprechen soll. Meine erste Wahl ist Andreas Zimmermann, der Z-Man. Frag da mal gerne nach, ob der Bock hat auf die nächste Folge. Und als zweites, falls der keinen Bock hat, frag doch mal gerne I am Nerd. Und damit bin ich raus. Comic ins raus. Bis denn. Haut rein. In dem Sinne war es das auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.